Ich weiß gar nicht, was ich gegen mein Shirt habe. Ich finde es übelst geil. Ja, ich finde es auch übelst geil. Dankeschön, dass du mich bestätigst. Ich finde es auch übelst geil. Aber darum geht es heute nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Videoausgabe auf dem Sizzle Crew Kanal. Dieses Video wird übertrieben spannend. Wir erklären euch nämlich unser Discord-Server. Und du warst doch gerade gar nicht übertrieben in deiner Anmoderation. Pass auf, Folgendes. Ich werde immer mal zwischendurch wieder total ausrasten. Und ganz damit man aufwacht, sozusagen. Genau, damit ihr aufwacht. Worum geht es genau? Es geht um Discord. Genau. Worum geht es um Discord? Für alle, die nicht wissen, was Discord ist. Discord ist eine Art Forum, eine Art App, die man sich auf sein Handy und auf seinen Computer runterladen kann. Ja? Ist korrekt soweit? Wo man mit unserer Community, die sich dort mittlerweile gebildet hat, schnacken kann, aber auch mit uns schnacken kann und wo sich gegenseitig zum Thema Grillen und zu allen anderen Themen sehr stark unter die Arme gegriffen wird. Und wenn man mal schnell irgendwie... Wiedersehen. Wiedergesehen. Tschüss. Okay. Und wenn man zum Beispiel mal schnell eine Frage beantwortet haben möchte, weil zum Beispiel das Pulled Pork auffliegt und die Temperatur irgendwie im Pulled Pork total absackt und man direkt eine Antwort braucht, dann ist das der richtige Weg. Richtig, auf weil wir Server haben sehr aktive User, die dort auch immer helfen und ich kann aus Erfahrung sagen, wir haben in der Vergangenheit auch auf den Sonntag um 12 Uhr mittags Kommentare auf den Blog bekommen, Hilfe, Hilfe, mein Pulled Pork steht gerade bei 60 Grad, was soll ich tun? Diesen Kommentar muss ich aber immer freigeben und lese ihn frühestens am Montag und dann ist es meistens zu spät und da empfehle ich dann Discord. So sieht's aus. Und damit ihr auch genau wisst, weil ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe Discord bis zum heutigen Tage zwar relativ gut verstanden, muss ich sagen, aber der absolute Profi im Discord-Game, das ist unser lieber Hannes und deswegen zeigen wir euch mal... Was? Okay, vielleicht fangen wir damit an. Discord, erstmal ladet ihr euch die App aufs Handy oder auf dem Rechner, empfehle ich auch, es runterzuladen, nicht den Browser zu nutzen, ist viel besser. Installieren und dann hier in die Infobox gehen und diesen Discord-Link anklicken oder aber in Browser discord.sizzlebrothers.de eingeben und dann kommt ihr automatisch auf unseren Server, müsst nur noch beitreten, klicken und seid drauf und landet in der Willkommenshalle. Perfekt, das habe ich schon gemacht. Also ich habe die App schon auf dem Handy. Genau. Ich kriege meine Nachrichten, wenn da wer was reinschreibt. Ja, richtig gut. Wenn ihr in der Willkommenshalle seid, bitte einmal alles durchlesen, dann erklärt sich einiges von selbst. Ich empfehle euch auch die Regeln einmal durchzulesen. Wir haben nämlich sehr aktive Moderatoren und Admins, den Golgot, den Kryptochrom. Wenn ihr einer Sachen schreibt, die wir nicht wünschen, wie grobe Beleidigung oder so, dann wird der erstmal stumm gestellt. Deswegen, ich habe mir die Regel nicht durchgelesen, es war ein Fehler, ich wurde schon sehr häufig stumm gestellt. Alex ist schon sehr häufig stumm gestellt worden. Vielleicht kann man auch mal Verlosungen auf Discord machen. Genau. Und dann würde ich allerdings unter den Aktiven, das heißt, es gibt Sizzle Brothers Member oder Sizzle Crew Member zum Beispiel. Das ist eine Rolle, die man erlangt, wenn man aktiv ist auf dem Discord. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann unter so einer Rolle, unter diesen aktiven Usern dann mal was verlosen. Weil dann kriegen die sozusagen auch ein Goodie dafür, dass sie viel auf dem Discord sind. Das heißt, unterm Strich kurz zusammengefasst, wenn jemand zum Beispiel anderen sehr viel hilft auf dem Discord, wenn irgendwie Fragen entstehen, steigt er in der Rolle nach oben auf und hat eine bessere Chance, auch mal Sachen zu gewinnen bei uns. Genau. Und ihr habt den Vorteil, wenn ihr eine Frage habt, wird sie eigentlich auch immer sofort beantwortet. Also ich finde es beeindruckend. Ich lese das ja auch ja, teilweise dann mit. Und muss sagen, da kommen die Antworten wie aus der Pistole geschossen. Ich weiß aus den Statistiken, wir haben zu Höchstzeiten auf den Sonntag schon mal über 3000 Nachrichten gehabt, bei ungefähr 90 bis 100 aktiven Leuten, die gleichzeitig geschrieben haben. Wir haben fast 1000 auf dem Discord, aber natürlich sind nicht immer alle online. Genau. Ja. Aber keine Sorge, 3000 Nachrichten hört sich zwar viel an, ist aber nicht so, dass das unübersichtlich wäre, weil wir haben ganz viele verschiedene Unterforen sozusagen. Das heißt, man kommt eigentlich auch immer sehr gut hinterher. Außer im Sizzle Crew Chat, da darf man über alles schreiben. Genau, der Sizzle Crew Chat ist so unser Hauptforum. Man sieht das hier auch, wenn ich mal ein bisschen scrolle, hier ist richtig viel Aktivität. Man sieht auch diese Türkisen, das sind die Member, die sehr aktiven. Man sieht sehr viel unsere aktiven Leute hier chatten. Aber auch der Thorsten und auch immer mal ein paar neue, die reingehen, sind mit am Start. Oh, guck mal, Katerfrühstück, hier siehst du, da kriegt man direkt Tipps. Sehr gut. Weißt du Bescheid. Ansonsten gibt es für fast jedes Thema gibt es hier was, Gasgriller-Chat, Kohlegriller-Chat. Gibt auch einen Grillflohmarkt, eine Bastelecke, da laden einige Leute ihre Bauanleitung für irgendwelche Tools das oder Grilleigenbaugeschichten hoch. Da habe ich schon super so spannend. Viele geile Sachen gesehen. Aber Teaser hier nicht alles. Teaser hier nicht alles. Ja, okay. Jeder, der hier mitguckt, soll ja auch auf den Discord gehen und sich dann angucken dürfen. Das stimmt, aber ich habe dort schon Sachen gesehen,
die mich nachhaltig beeindruckt haben. Also man kann da wirklich Grillhack sich ziehen. Ja. Übrigens, wir haben auch einen Grillhack. Ich habe einen Grillhack, den habe ich zwar nicht aus dem Discord, aber den werde ich demnächst auch mal in Discord hochladen. Haben wir abgedreht. Kommt demnächst nämlich auch auf dem Hauptkanal. Das war ein Grillhack, der gehört zum Beispiel in die Bastelecke rein. Ja. Eine andere Sache, die cool ist, hast du mir noch gezeigt. Man weiß immer, wer welches Grillgerät hat bei uns am Server. Ja, und wir haben auch 4 Leute, die wir rausschmeißen müssen. Nein, also man kann nicht sich hier entscheiden, indem man hier unter Infos und Aktion auf Rollen klickt. Gibt es hier so eine Frage, welcher Grilltyp bist du? Kohle, Gas, Elektro, Smoker. Und dann kannst du einfach hier unten auf so ein Abstimmungssymbol klicken und dann kriegst du automatisch diese Rolle zugewiesen. Und jeder kann sehen, der ist also ein Elektrogriller oder der ist ein Gaskohle, was auch immer. Kannst auch noch Status-Updates aktivieren, dass du eine Info kriegst, wenn ein neues YouTube-Video online ist oder Twitch live ist, ähnliches und auch wo du herkommst. Da kommt sicherlich demnächst auch noch mal mehr rein, dass wir vielleicht auch sagen, wo genau kommst du, aus welcher Stadt oder aus welchem Teil Deutschlands. Mal gucken. Gut, was vielleicht eine sehr spannende Sache ist für alle, das ist, glaube ich, einmalig auf unserem Discord-Server. Ja, das stimmt. Der Discord-Samstag. Den Discord-Samstag haben nicht wir kreiert, den hat der harte Kern, den haben die aktiven Nutzer, diese Sizzle-Crew-Member hier zum Beispiel, die haben den kreiert. Und da verabreden sich eigentlich immer, unser Discord verabredet sich samstags zusammen zu grillen. Ja, kurz und das Geile ist, jeder, der neu in den Discord reinkommt, wird immer sehr herzlich willkommen geheißen. Das heißt, wenn man Bock hat, einfach am Samstag mal mitzugrillen und sich auszutauschen, jeder ist da willkommen und wird auch immer wärmstens empfangen. Und das finde ich total geil. Finde ich auch mega. Ja. Übrigens hier mal ein paar Beispiele, dann gibt es hier den Ergebnisbilder vom Discord-Samstag-Channel. Da laden dann alle ihre Bilder hoch und dann sieht man hier schon, was die so geil. Das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Also sehr aktiv, das ist im Prinzip samstags immer noch mein Highlight. Vorher gibt es immer eine Abstimmung, was soll gegrillt werden und dann wird losgelegt. Gut, Off-Topic können wir kurz halten. Wir haben auch einen Teil für Angler, für Zocker, auf Filme, Serien, Empfehlungen. Das darf nicht fehlen. Sehr spannend. Das ist einer der wichtigsten Punkte von Discord, finde ich, ist das Thema Sprachchats. Denn Alex zum Beispiel macht das verhältnismäßig häufig, dass er sich einfach mal abends oder über den Tag, wenn er mal eine halbe Stunde Zeit hat, in so einen Sprachchat einklingt. Da kann man einfach auf Eingangshalle, Plauderecke, was auch immer klicken. Diesen Sizzle Brothers Admin-Bereich sehen nur wir als Admins, den seht ihr nicht. Also jetzt schon. Ach du Scheiße. Leak. Okay, back. Aber das Coole ist, ich zum Beispiel bin so ein Typ, der sehr viel telefoniert und dann auch im Discord viel auch so mitliest, aber gar nicht so viel aktiv schreibt. Hannes schreibt zum Beispiel ein bisschen mehr als ich. Ich wollte gerade sagen, ich schreibe. Und das ist halt das Geile, wenn ihr, es ist für jeden was dabei. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt, mit einem von uns zu schnacken, wir sind auch immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen in diesen Sprachchats drin und machen dann so eine Art Telefonparty mit euch, wo man einfach mal ein paar Fragen raushauen kann. Und das ist auch für uns immer wieder geil, zu sehen, was ihr so für Fragen habt und uns für Anregungen gibt, auch für Videos. Ja, definitiv. Wir haben übrigens, als wir 100.000 Abonnenten erreicht haben, haben wir uns abends alle im Discord getroffen. Ja, da waren das wir, war keine so Ahnung, 15, 20 Leute und haben auf diesen Moment hingefiebert, wo die 100.000 steht. Also mit den Sprachchats kann man viel machen. Wir können auch bei Livestreams jemanden über einen Sprachchat. Ja. Da gibt es dann auch eine Videoübertragung. Man kann dann auch seine Webcam-Kamera einschalten. Und darüber können wir dann sogar face-to-face reden, kommunizieren. Ich habe ja auch schon mal jemanden, der hatte einen Napoleon-Grill neu. Die Sizzle-Song ging nicht. Und da habe ich mit ihm einen Videochat kurz gemacht und ihm, er hat es gezeigt, woran es ging. Ich sage, alles da, mach mal so und so. Und zack, ging so und er war begeistert. Also auch das ist in Discord möglich, eine kurzfristige Nummer. Natürlich vorausgesetzt immer, dass wir Zeit haben. Übrigens auch sehr spannend, und zwar für alle die, die uns unter live.sizzlebrothers.de beim Livestream am Mittwoch um 18 Uhr verfolgen, da wird es in Zukunft auch so geplant sein, dass wir eventuell immer mal wieder jemanden reinholen, der mitgrillt, der auf dem Discord aktiv ist und dann seht ihr euch eventuell bald schon in unserem Livestream. Also habe ich heute erst alles eingestellt, dass wir das gut von draußen steuern können. Also es wird definitiv kommen, vielleicht schon sehr zeitnah. Ich glaube, damit haben wir es eigentlich. Ein neuer. Hier. Krückmann. Okay, guck mal. Eben erst reingekommen, zack, schon am Chatten. Zack. Großartig. Ihr seht, es ist so einfach und er schreibt schon wieder, man sieht es. Also es ist wirklich einfach und es ist einfach ein cooles Tool, um auch nochmal mit euch in Verbindung zu treten und auch die Community zu stärken und wenn irgendwelche Fragen sind. Alles in allem würde ich sagen, ein sehr, sehr geiles Tool. Ihr solltet es unbedingt installieren. Alles in allem kann man sagen, ein sehr, sehr spannendes neues Tool, neues Feature, womit wir mit euch näher in Kontakt treten können, ihr auch mit anderen in Kontakt treten könnt. Das Ganze ist komplett kostenfrei, also da muss man nicht irgendetwas bezahlen, sondern man lädt das Ding runter,
kommt einfach mit rein in die Community und habt Spaß zusammen. Und wir freuen uns auf viele neue Gesichter bei uns im Discord. Und ja. Ich habe was ganz Wichtiges zum Abschluss. Ich möchte für jeden, der auch findet, dass dieses Shirt absolut stylisch aussieht, möchte ich darum bitten, einen Daumen nach oben zu geben. Ja, und wenn ihr es nicht gut findet, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Bin gespannt, Freunde. Wanna move my feet.